Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich habe ausgecheckt hier in meinem Airbnb in Cancun. Ich habe euch das, glaube ich, gar nicht richtig gesagt. Auf jeden Fall war ich dann in Cancun. Und jetzt geht es ab zum Flughafen. Ich werde fliegen. Das erste Mal. Und ja, wo es genau hingeht, das seht ihr dann natürlich. Das verrate ich wie immer nicht. Aber ich habe dort auch eine kleine Überraschung. Und ja, ich freue mich riesig drauf. Das wird ganz bestimmt richtig geil. Und mir ist noch etwas passiert, ich habe meine Schuhe verloren. Ist mir heute Morgen aufgefallen, als ich meine Schuhe einpacken wollte, habe ich gemerkt, ich habe gar keine mehr. Jetzt bin ich halt mit den Flipflops unterwegs. So, jetzt bin ich auch im richtigen Terminal, ich musste das Terminal wechseln. Und da hat mir jemand das Taxi angeboten, wo es Free Shuttle gibt. Für 15 Franken hätten sie mich wollen, die 2 Kilometer da zum Terminal wechseln, hätten sie verlangt. Unglaublich, die Saukeime. Dann nachher noch gesagt, hey, du musst pressieren, der Check-in ist dann nachher durch in 45 Minuten und es geht 45 Minuten und so. Bla bla bla. Einfach nicht auf die hören, sondern das Ding machen. Mittlerweile schon an meiner Enddestination angekommen, und zwar in Kuba. Und das war, glaube ich, mein kürzester Flug aller Zeiten gewesen. Und jetzt bin ich hier in einem Casa Particulares in Havanna bei der Elisabeth, die würde ihr nachher sicher auch noch kennenlernen, wo mir eine Kollegin von mir empfohlen hat. Danke an dieser Stelle, Tamara. Und ich habe da schon einen kleinen Willkommen-Drink bekommen, ein bisschen etwas zu essen. Und ja, ich hocke jetzt hier auf dem Balkon mit der Aussicht über Kuba, Havanna. So sieht das aus und ja, ich bin, werde hier in Kuba nicht alleine sein, ich werde mit jemandem reisen. Und wer das genau wird sein, das sehen wir später. Die Person kommt erst am Abend an und ja, dann würde ich vermutlich noch am Flug abholen. Das ist Elisabeth. So, ich bin jetzt hier angekommen in meinem Casa Particulares und das ist so der Wohnbereich hier. Also ich fuße nicht dort, wo jetzt Elisabeth wohnt, das ist jetzt an einem anderen Ort. Das ist hier über die Straße. Da schlafe ich. Da ist übrigens eine coole Fernseher. Nice. Richtig altmodisch. Und das ist das Zimmer. Mit Klimaanlage sogar. Mit eigenem Bad. Tipptopp. Alles, was man braucht. Und jetzt leg ich noch mal schnell ein bisschen hin, weil ich bin recht auf der Schnur. Also früh muss aufstehen, Gott, da bin ich mich gar nicht mehr gewöhnt. Und ja, würde ich sagen, sehen wir sich später mal. So, ich bin jetzt noch schnell etwas posten und schaue mal, was ich gefunden habe. Zahnpasta von China. Und das erste, was ich im Laden gesehen habe, war irgendeine Milch von Deutschland. Also die importieren da natürlich, weil sie nichts von Amerika importieren dürfen oder sie ihnen nichts geben oder sie nicht wollen oder was auch immer. Ja, importieren sie das Zeug von überall anders. Also das Bier kommt meistens von Holland, von der Tschechei. Ja, also da wird munter rund um Amerika herum importiert. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind in der Altstadt von Kuba. Und mit mir meine ich meine Mameli und ich. Hallo. Freust du dich auf die Ferien, Mami? Ja, sicher. Wir sind jetzt hier 3 Wochen am Reisen miteinander. Und die erste Station ist Havanna. Und da sind wir jetzt. Und ihr seht da hinten schon die alten Ami-Schlitten.
richtig geil. Und jetzt gehen wir mal zuerst Geld wechseln, weil das müssen wir zuerst noch machen, bevor wir etwas anderes machen, nicht wahr? Und ihr seht vielleicht, es hat eine kleine Veränderung gegeben. Mehr. Ich habe einen neuen Hut. ABJ. Liebe Grüße an dieser Stelle an alle Hühnenberger Jungs. Und es tut mir leid, dass ich das Käppi erst jetzt anlegen kann, weil das habe ich dazu mal vergessen. Aber meine liebe Mami hat es natürlich jetzt mitgebracht. So, wir sind jetzt auf so einem Touribus. Das erste Mal, wo ich so etwas mache. Und jetzt gehen wir da mal ein bisschen die Stadt anschauen. Fertig. Wie hast du es gefunden, Mami? Super, genial. Super, aber heiß. Aber heiß. Wir sind natürlich gerade um 12 Uhr am Mittag haben wir uns entschieden, das zu machen. Das war nicht die beste Idee gewesen. Und wir sind ein bisschen viel im Gag rumgefahren. Also die Hälfte von der Tour sind wir irgendwie zu welchem Hotel gefahren. Aber im Großen und Ganzen hat es sich gelohnt. Ja. Und jetzt gehen wir hier ein Hotel National anschauen. Das ist ein ganz geschichtsträchtiges Hotel, wo der Fidel Castro drin war. Jetzt sind wir hier im Hotel National in Kuba, in Havana. Und hier sehen wir ein paar Bilder von Fidel. Und das sieht hier so aus. Recht nobles Hotel. Und mal schauen, was wir jetzt hier so machen. Viel anschauen können wir da glaube ich nicht. Vielleicht etwas trinken draussen, jetzt noch in so einem Park glaube ich. Und dann gehen wir jetzt mal abchecken. Es ist da gar nicht so einfach, in Kuba Wasser zu bekommen. Es hat kaum Läden, wie es in Mexiko zum Beispiel hat, wo alle 50 Meter irgendwo kannst du Wasser posten. Da musst du wirklich wissen, wo. Und wir sind jetzt so in ein Restaurant und haben uns ein paar Flaschen gekauft, damit wir nicht durstet. Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir da irgendwie noch ein bisschen grössere Mengen bekommen. Aber jetzt können wir zuerst mal ein bisschen relaxen, wie ihr vielleicht gesehen habt. Wir haben beide ein bisschen viel Sonne abbekommen heute. Ja, wir haben es jetzt auch gemerkt, aber morgen ein bisschen besser eingremen. So, wir haben jetzt eine kleine Siesta gemacht, ein bisschen verspätet, irgendwie 2 Stunden geschlafen, vom 5 Uhr bis um 7 Uhr. Und jetzt ist 8 Uhr und jetzt gehen wir etwas essen, ins Floridita, voraussichtlich, wenn das Platz hat oder offen hat, was auch immer. Das sollte, ein ganz bekanntes Restaurant sein da. Und das gehen wir jetzt mal schauen, ob es etwas gibt. Hast du Hunger, Mami? Ja. Sehr gut. Wir sind jetzt hier gerade in einem Park und ihr seht vielleicht im Hintergrund, all die Leute sind an ihrem Handy.
Und das ist immer so ein Hinweis, dass es da in dem Park Internet gibt. Also man muss ja da in Kuba so eine Karte kaufen, damit man Internetzugang überhaupt hat. Und danach muss man noch an einen Ort gehen, wo man überhaupt ins Internet kann. Also es ist ein bisschen kompliziert da. Aber es ist noch lustig, wenn man da immer so ein bisschen die Leute sieht, überall an ihrem Handy rumdrückt, dann weiss man, man ist in einer Gegend, wo es Internet hat. Ja, wir sind jetzt am bekannten Floridita. Wir essen jetzt da nicht, aber wir haben einen bekannten Daiquiri bestellt. Und dann lassen wir uns jetzt schmecken. So, mal. Ja, ist gut. Cool. Ich bin ein YouTuber? Starke Scheibe, ja. Yes, I am. YouTuber? So, wir sind jetzt fein gut zu Nacht essen, haben uns da etwas Gutes gegönnt. Ist ja gar nicht so mega teuer gewesen. Was haben wir, wie viel haben wir gezahlt? Was haben wir? 22? 22, glaube ich. Mit Trinkgeld, mit Mit Trinkgeld 25. Essen war inklusive. Trinken, also ein Glas Wein, ein Bier und wir haben sogar noch das Dessert bekommen. Also von dem her 12,50 pro Person mit Trinkgeld, das geht definitiv. Und jetzt sind wir am Heilauf und jetzt wollen wir mal schauen, wie das hier schön aussieht. Es sieht richtig cool aus, wenn alles so ein bisschen beleuchtet sind, die alten Gebäude und so. Das sieht richtig, richtig schön aus. Und ja, jetzt laufen wir heim und danach gehen wir mal jemanden gepfusen. Es war ein langer Tag. Alkohol hat auch ein bisschen Mühe gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir sich beim nächsten Mal wieder. Schaltet doch wieder ein. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen, gell, Mami? Jawohl. Genau, also. Mit Prost. Und dann, ja, bis dann. Ciao, ciao.